Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Das Needful Things Wanderflohmarkt Paket macht mal wieder bei mir Halt. Wir sind ja eine Truppe von einem ja im Grunde geschlossenen Kreis an tollen Frauen und wir packen alles Mögliche in dieses Needful Things Paket, angefangen von Büchern über Kerzen, über Kosmetik und allerlei anderer Dinge. Und ich packe euch die Playlist und auch alle Mädels unten in die Infobox. Nicht alle sind auf YouTube vertreten, aber dann zum Teil eben auch auf Instagram, sodass ihr da das Wanderpaket auch ein bisschen begleiten könnt. Es beginnt und endet sozusagen immer bei der lieben Anka und von der habe ich es diesmal auch erhalten. Ich bin die zweite Station und packe hier schon mal ein bisschen aus. Sehe oben auf das kleine Notizbüchlein, was ich super schön finde. Ich gucke jetzt auch immer bei DM, wenn mich hier mal eins anspricht mit einem schönen Spruch hier vorne drauf, dass ich das mitnehme. Und hier haben wir uns ein bisschen eingetragen, was so unsere Vorlieben sind, was wir auch einfach den anderen in der Runde für einen lieben Gruß dalassen wollen. Und da lese ich mich dann auf jeden Fall später ein bisschen durch. Ha, ich bin total aufgeregt, das ist total schön. Es ist sehr ordentlich, gefühlt schon zu ordentlich. Schauen wir mal, was haben wir hier? Von The Body Shop, Pamper Me Please, ein Face Mask Kit. Das finde ich ja super interessant. Das heißt, man macht sich seine eigene Gesichtsmaske. Ah, okay, was haben wir hier? A British Rose, Himalaya Charcoal und Chinese Ginseng and Rich. Also, aha, und das rührt man dann vermutlich irgendwie an. Man hat hier auch noch so ein Tuch. Ja, bin ich ein bisschen überfragt. Ich bin ja tatsächlich nicht mehr der größte Gesichtsmasken-Fan. Meine Haut reagiert da mittlerweile sehr empfindlich, egal was länger auf der Haut verweilt. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, The Body Shop, wann hatte ich das letzte Mal etwas von The Body Shop? Ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Das darf auf jeden Fall weiter wandern. Dann habe ich hier einen Beutel. Und gucken wir mal, was sich da drin befindet. Das hat jemand fein eingepackt. Oh, so ein bisschen was zum Basteln scheinbar. Oder, oh nein, okay, was zu Papier. Oh, da werde ich ja schwach. Oh Gott, Paperblock. Oh, schön mit Mary Poppins. Oh, sehr schön. Und, ich glaube, da muss ich mich mit Becky wahrscheinlich reinteilen. Frozen, die Eiskönigin, finde ich richtig schön. Also da hat man verschiedenstes Papier, finde ich richtig cool. Also ich glaube, da werde ich mir wahrscheinlich mal so 2, 3 Seiten rausstibitzen und die dann auf jeden Fall auch mit anderem Papier, sowas habe ich durchaus auch, dann vielleicht ergänzen. Dann haben wir hier von Purelé. Oh, die ist so schön. Ja, das ist aus dem Mahina Club. habe ich auch schon gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer sie reingelegt hat. Das ist eine Kette plus eigentlich ein Fußkettchen. Ich trage es manchmal als Armband. Das ist, glaube ich, die Juli-Box gewesen. Also der Mahina Club ist ja so eine Abo-Box, wenn man möchte, wo man einmal im Monat eine Schmuckkonstellation bekommt. 2 Teile. Und das war die Juli-Ausgabe. Ich finde die so schön. Ich habe die aber halt schon selbst und ich habe sie auch noch in Gold. Wäre sie jetzt tatsächlich vielleicht in Silber oder Rosé gewesen, hätte ich vielleicht sogar, wäre ich schwach geworden. Aber leider habe ich sie selbst. Aber für alle die sie nicht haben, das ist wirklich hochwertiger, toller Schmuck und kann ich nur empfehlen. Und dann sind hier 2 so Candle-Aufsätze drauf. Ich weiß gar nicht, wie sich die nennen, so warmer. Damit man eben die Kerzen, wenn man sie anzündet, dass sie so ein bisschen kompakter erwärmen. Ich zünde ja meine Kerzen nicht mehr an, dementsprechend darf das weiter wandern. So, dann haben wir hier einen Jutebeutel. Ah, da haben wir wieder Handtaschen. Wer ist denn da das letzte Mal so fündig geworden? Da ist doch auch jemand, der ganz tolle Taschen sich rausgenommen hat. Ah ja, okay. Hier haben wir so eine, wo gefühlt nicht so viel reinpasst, außer ein Handy wahrscheinlich und wahrscheinlich ein kleiner Geldbeutel. Ja, ist mir persönlich tatsächlich zu klein, weil ich jetzt ja meistens, wenn ich eine Tasche brauche, auch einen Hund dabei habe und da ein bisschen mehr brauche. Die finde ich tatsächlich total süß. Ich mag dieses Senfgelb, aber hier würde nicht mal mein Geldbeutel reinpassen.
Wobei ich finde die echt süß in diesem Senfgelb. Aber ja, ich würde sie wahrscheinlich viel zu selten, wenn überhaupt, benutzen. Das ist einfach das Problem mit kleinen Taschen. Also ich bin auch ein großer Fan meiner Bauchtasche, die ich so crossbody dann trage. Das ist so gefühlt das Kleinste, was ich habe, weil manchmal renne ich auch einfach nur mit Schlüssel und ja, Handy los und dann brauche ich halt gar keine Tasche. Aber ja, ja, packe ich auf jeden Fall wieder ein. So. Dann, wie geht es weiter? Ich würde sagen, ich greife mal hier. Das finde ich eine total schöne Kosmetiktasche. Von den Farben richtig, richtig toll. Und da sind wir auch schon in der Kosmetik angekommen. Oh mein Gott, die ist wirklich mehr als voll. Ich weiß gar nicht, ich musste erstmal ein bisschen was rauscremischen. So, fangen wir mal an. Und zwar von Garnier Fructis, Vitamine und Kraft. Ein Serum. Bei Fructis und Garnier bin ich raus. Dann, ja, Bachblüten, ja, Rescue Night Spray. Tatsächlich habe ich immer mal die Rescue-Tropfen, glaube ich, sind es. Die finde ich tatsächlich in manchen Lebenssituationen gar nicht so verkehrt. Und was machen wir mit denen? Die sprühen wir uns auch auf die Zunge. Das ist ein Nachtspray, wahrscheinlich entspannt man da. Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Dann Glow On Recovering Wash Off Mask. Ja, da sind wir wieder beim Thema Gesichtsmaske. Hier haben wir eine Haarkur Blossom Stream. Wobei Kirschblüten, man müsste mal gucken, ob die zu meiner Curly Hair Methode so passt. Aber Haarkuren finde ich gut. Und da hat es geklingelt, da schlägt natürlich auch der Hund an. Dann von Trend It Up eine Holo Eyeshadow Palette. Das hätte ich jetzt eher vermutet, dass das eine Highlighter-Palette irgendwie ist. Aber ja. Ja, nicht so ganz meins. Mir definitiv, also eine Dreier-Palette würde mir nie in den Sinn irgendwie kommen. Von daher, mir sind das einfach zu wenig Farben. Dann Eucerin, ein Duschöl. Ja, bin ich so der größte Fan tatsächlich von Eucerin. Dann Turban-Haarmaske. Auch in diesem tollen Kirschblütenextrakt. Da scheint man direkt einen Turban schon drin zu haben. Wirklich ein Turban? Da ist ein Turban drin? Also, ich finde ja schon Tuchmasken so ein bisschen Verschwendung. Aber ein Turban, den man nur einmal verwendet? Naja, ha, ja, was es nicht alles so gibt. Dann von Avon ein Glycerin Shea Butter PHA Zellulose Resurfacing, ja, was auch immer, keine Ahnung, kann ich gerade nicht entziffern, was das alles ist, könnte ein Peeling sein. Ja, dann ein cooler Nagellack in so einem Rosenholzton, eigentlich eine schöne Farbe, aber ja, ich glaube, von der Farbtönung habe ich tatsächlich einiges selbst zu Hause. Nagelfolien, ja, die finde ich tatsächlich richtig schön. Gefallen mir richtig gut. Verwende ich ja immer mal wieder. Ich glaube, die kommen mal so ein bisschen auf dem Vielleicht-Stapel, wo die eine Haarmaske im Grunde schon liegt. Und dann haben wir eine Peel-Off-Maske. Ach, das mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Also dieses so drauflassen, dann zieht man sich alles ab. Da kommt mir vor wie bei Hannibal Lecter. Der den Leuten auch die Haut runtergezogen hat, bevor sie gegessen hat. By the way, Beauty Baby Pflegepuder. Ja, verwenden ja ganz viele zum Beispiel anstelle ein Haarpuder oder für verschiedenste Körperstellen. Ich bin kein Fan des Babypudergeruchs tatsächlich. Und dann haben wir noch eine goldene Milch. Das finde ich natürlich spannend. Mit Kurkuma. Und ich habe das eine ganze Zeit lang tatsächlich mir selbst mal angebraut. Hier ist tatsächlich alles schon drin. Der Kurkuma, der Zimt, Kardamom, der rote Pfeffer. Pfeffer ist ja ganz wichtig, um Kurkuma, um diesen Stoff herauszukitzeln, und Muskatnuss. Und das gibt man in warme Milch. Und ich glaube, ich würde da mal drüber nachdenken. Habe ich schon ewig nicht mehr verwendet. Ist bestimmt schon 4-5 Jahre her, da ist dieser ganze Kurkuma-Goldene-Milch-Hype gekommen. Da habe ich das bestimmt mal so ein halbes, dreiviertel Jahr getrunken. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich dann aufgehört habe. Wahrscheinlich war mir dieses Zusammenrühren zu umständlich. Ich werde das mir mal genauer anschauen. Ja, aber das sind noch ein paar Produkte jetzt zumindest schon mal auf der Vielleicht-Liste gelandet. Muss ja so ein kleines bisschen Ordnung schaffen. Und ja, mein Hund, wenn es klingelt, da ist jemand am Grundstück. Das geht natürlich gar nicht hier, dass man die Palette auch noch schön wieder verpacken, weil ich auch die Tasche tatsächlich richtig, richtig cool finde. Dann geht es weiter mit einer Box.
die ich auch richtig schön finde. Aus der My Little Box ist die, glaube ich, ja. Es scheitert am Öffnen des Deckels. Oh, was haben wir hier? Ein kleines Washi-Tape. Dann haben wir Tee, einen Yoga-Tee. Aus was ist der? Mit Kardamom, Ingwer, Nelken. Oh, also Nelken geht für mich leider nicht, aber sonst hätte ich das sehr, sehr cool gefunden. Aber mit Nelken. Ah, und die habe ich auch im Video gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem von den Mädels. Und zwar so Taschentücherpackungen, wo man eben im Grunde seine eigenen Taschentücher, wahrscheinlich theoretisch auch Stofftaschentücher, reinmachen könnte. Finde ich schon sehr süß. Also sind selbst genäht, aber habe ich tatsächlich Taschentücher in dieser Form dabei? Oder habe ich nicht einfach immer eine Packung? Bei so im Auto wäre das natürlich. Also ich glaube, ich lege da mal eine auf die Vielleichtliste, weil ich das echt süß finde. Und im Auto habe ich manchmal wirklich nur so 3-4 reingeknallt. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann Suchard Express, meine süße Auszeit. Ja, hier im Grunde eine Art Kakao, die man sich dann wahrscheinlich einfach in Milch gibt, würde ich jetzt vermuten. Genau. Ja, bin ich nicht der größte Fan von diesen Fertigsachen, da ist einfach wahnsinnig viel Zucker drin. Und dann habe ich hier einen Spoon Holder. Ist das süß? Also für den Kochlöffel. Und da haben wir die Hexe sozusagen. Und dann kann man, finde ich mega. Also ich glaube, so ein Gimmick, ich glaube, man braucht es nicht, aber ich finde das so süß. Es landet mal auf der Vielleichtliste. Ja, was soll ich sagen? Auch die Steffi ist nicht immer rational logisch unterwegs. So, dann haben wir die Beauty Box, wo bestimmt irgendwas anderes drin ist. Was fehlt noch? Ach ja, Düfte fehlen noch. So ist es. Also Duftkerzen. Da kommt ein Duft zu mir zurück, und zwar der Button Up. Den hatte ich reingegeben, den nehme ich natürlich auch raus. Dann die Snox, die waren, glaube ich, in der Mahina-Box mit dabei, wo sozusagen auch die Kette mit dabei war. Die habe ich selbst. Dann haben wir hier Lemongrass and Coriander. Oh, ich glaube, Koriander ist ein schwieriger Duft. Ha, ja, also ist leider nicht meins. Dann von Scentsy Succulent Sunshine. Ich habe gefühlt gar nichts. Ja, passiert. Dann Scentsy Almond Cream, also Mandeln. Also ich weiß nicht, ich rieche irgendwie nichts. Liegt wahrscheinlich noch an meinen vergangenen Schnupfen. Ich glaube, an den Düften muss ich vielleicht morgen einfach nochmal riechen. Ich rieche nichts. Dann Plummery Peach. Oh doch, ich rieche doch. Ja, aber der riecht gar nicht mal schlecht. Ja, Pfirsich ist natürlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, den Pfirsich lege ich mir mal zur Seite. Dann haben wir noch, ich muss hier dieses Mal wieder umstrukturieren, sonst habe ich hier kein Durchkommen sozusagen. Brauche ja ein bisschen Platz hier überall. So, was haben wir hier? Einen Korkenhalter mit so einem Geweih. Bisschen strange. Aber gut, kann man vielleicht gebrauchen. Dann ein Wasserspray Aqua. Und das würde ich sofort nehmen, wenn ich nicht noch zwei im Kühlschrank stehen hätte, und auch eins mit Aloe Vera. Liebe ich sehr. Und ja, es ist am Ende nur Wasser in der Dose, aber so 2-3 verbrauche ich da im Sommer wirklich, weil ich das super schön finde, gerade wenn man mit dem Auto auch mal unterwegs ist, einfach mal sich kurz ein bisschen einsprühen. Also kann ich nur empfehlen, für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, einfach mal ausprobieren, und ja, das mag ich auf jeden Fall sehr gerne. So, da passen die Socks dann wieder rein. Dann Lieblingsplatz und Schlüsselhalter. Finde ich tatsächlich super schön. Überlege gerade, wo ich einen Schlüssel übrig hätte, wo das passen würde. Ja, würde ich mal drüber nachdenken. Und dann Ohrringe mit Federn. Ja, federtechnisch bin ich da nicht so der größte Fan. Und dann haben wir noch einen Duft, und zwar den Moonlit Walk von Cheerful Campbell. Ja, der riecht schon ein bisschen aquatisch. Was Waldiges, ja, aber ja, nicht ganz, was mich beeindruckt. Aber einen Duft habe ich ja mal rausgenommen. Das ist doch auf jeden Fall schon mal was. So, dann, da haben wir hier einen Umschlag. Und zwar scheinen hier ein bisschen Papeterie drin zu sein. Aha, verschiedene Grußkarten zum Geburtstag, Geburt, Muttertag. Oh, die ist sehr schön. Aber ja, Thema hat sich, ja. Wollen wir nicht tiefer drauf eingehen. Dann hier auch richtig schön. Dann zum Beispiel auch eine schöne Trauerkarte.
Oh, ein Bussi, finde ich super schön. Ich sehe auch selbst gebastelt aus, ne? Oder hier auch zur Konfirmation. Richtig schön. Hugs and Kisses. Oh, das finde ich cool. Also da werde ich mich auf jeden Fall mal umschauen, weil, ja, finde ich schön. Ah, und hier ist eine Karte drin. Die passt gerade ganz gut. Da schaue ich mich auf jeden Fall nochmal um, weil das finde ich richtig schön, dass jemand hier selbstgemachte Karten reingepackt hat. Finde ich richtig, richtig toll. Dann haben wir hier noch was Kleines, da ist verschiedenste Tee und ein bisschen Gedöns drin. Da werde ich mich in Ruhe einfach nochmal umschauen und kommen wir dann schon zu den Büchern. Nein, hier, was haben wir hier? Lesezeichen und Postkarten, das ist auch was man sich in Ruhe anschauen kann. Und dann haben wir hier zwei DVDs und zwar Beim Leben meiner Schwester, oh, ganz trauriges Buch, ganz trauriger Film. Die Heiligtümer des Todes von Harry Potter und einen Adventskalender, dem man den Rest gibt sozusagen. Okay, ja, nichts für mich dabei, aber die Julia Roberts Filme sind schon 2 von 3 angeschaut aus der letzten Box. Da hatte ich ja diese Box, ich glaube, die liegt auch hier hinten, genau, passend zum DVD-Player. Ich habe nämlich schon Mona Lisa angeguckt und Die Hochzeit meines besten Freundes, liebe ich. Und Erin Brockovich, heißt sie so? Ja, wird als nächstes folgen. So, und dann, oh, jetzt kommen die Bücher. Sind auch sehr schön nochmal verpackt. Sehr gespannt. Ja, Magisterium. Kenne ich, fand ich sehr schön, hat einen coolen Farbschnitt. Da waren Farbschnitte noch gar kein Thema, kamen wir dahin. Dann Guillaume Musso, Nacht im Central Park. Gelesen fand ich auch sehr gelungen, hat mir richtig gut gefallen. Musso mochte ich eine Zeit lang ganz gerne. Dann Ken Follett, Die Säulen der Erde. Also es ist echt ein Wälzer, ne? Also ich bezweifle, dass ich den wirklich nehmen würde und darin lesen würde. Wo sind wir denn hier? England 1123. Sind die Vorgänger zum Tor der Welt, ne? Das habe ich nicht gelesen. Aber ich glaube nicht, dass ich 1300 Seiten so in die Hand nehmen würde. Obwohl ich es grundsätzlich schon spannend finde. Und dann kommt ein Buch zu mir zurück. Ja, das Jahr des Dugong ist aber auch gar nicht schlimm. Dann ist das das zweite Produkt, was zurückkam. Ja, leider kein Buch für mich dabei. Ist ja auch relativ gering an Anzahl diesmal. Also irgendwie nur 3 Bücher. Finde ich fast ein bisschen wenig, weil es kommen ja noch so ein paar Leute. Aber mal gucken, vielleicht lege ich trotzdem ein Buch irgendwie wieder rein, weil das Jahr des Dugong ist ja sozusagen auch dann zurückgekommen. Jetzt muss ich mal gucken, ob man hier dieses Tetris, was hier gespielt wurde, auch wieder hinbekommt. Und dann ist hier noch etwas drin von Shein. Nein, also der Beutel ist von Shein. Ja, Garnier Fructis, ein Anti-Schuppen-Shampoo. Ja, wie gesagt, bei Garnier bin ich raus. Ja, so ein bisschen an Kleinigkeiten habe ich gefunden. 2 Sachen sind zu mir zurückgekommen und ich werde jetzt mal gucken, mich auch bei den anderen Sachen ein bisschen umschauen und bin da sehr gespannt, was dann so am Ende bei mir bleibt. Ein paar Augenblicke später, ja, habe ich hier alles ein bisschen in Ordnung gebracht und habe mich jetzt für ein paar Dinge entschieden. Zum einen tatsächlich für den coolen Kochlöffelhalter. Dann für die Tempo-Taschentücher. Finde ich echt eine coole Idee, sowas selbst zu nähen. Also ja. Dann die goldene Milch. Wird auf jeden Fall probiert. Dann die coolen Nagelfolien werde ich mir rausnehmen. Den Pfirsichduft von Scentsy. Und die Haarkur hat auch gute Inhaltsstoffe und die darf auch bleiben. Ja, und dafür packe ich natürlich auch ein bisschen was hinein. Zum einen gibt es ein Ersatzbuch für den Dugong, der hier oben liegt. Und zwar lege ich Der Hof der Finsternis Vampyria bei. Ein relativ neues Buch, was mich ja leider nicht so begeistert hat. Aber ich denke, dadurch, dass es relativ neu ist, hat es der ein oder andere ja vielleicht noch auf der Wunschliste und freut sich über düstere ja, Vampire. Dann habe ich als Ersatz für den Duft hier, würde ich reinlegen von Goose Creek Old Time Lemonade. Da hat sich mir alles zusammengezogen beim Düfteln. Und ja, als ja, Gegentausch sozusagen zum Scentsy-Duft Coconut Kiss von Chestnut Hill. Und jetzt wird man sagen, was, Steffi, Kokosnuss? Das ist eine ganz merkwürdige Kokosnuss, die für mich überhaupt nichts mit Kokosnuss zu tun hat.
Deswegen darf sie weiterziehen. Ja, dann habe ich so ein bisschen versucht, in diese Richtungen zu gehen, wo ich mir natürlich auch was genommen habe. Ich habe mir ja so ein bisschen was Haushaltstechnisches rausgenommen. Hier würde ich zwei Stickerbogen dazulegen. Och, die sind hier so ein bisschen an. Eigentlich sind die rund. Ich muss die dann auch so in runder Form wieder zurückgeben oder reinlegen. Ich muss mal gucken, weil gefalten, glaube ich, ist das immer ein bisschen ungünstig. Mit recht süßen Motiven darauf. Die würde ich auf jeden Fall mit beilegen. Dann ja für Kosmetik, die goldene Milch, würde ich mich tatsächlich von einer Essenzpalette trennen. Und zwar von Dumbo. Ja, ich bin ja schon ein Sammler, was Lidschattenpaletten angeht. Aber ich habe, glaube ich, diese Lidschattenpalette zweimal verwendet, wenn überhaupt. Und ich glaube, die eine Farbe sieht man, dass ich in der auf jeden Fall zweimal drin war. Es sind irgendwie nicht meine Farben. Sie sind zum Teil, also ich glaube, ich bin für manche Farben auch einfach ein bisschen zu dunkel. Ja, dementsprechend, sie darf weiter wandern und ich weiß ja, dass Lidschattenfreundinnen sozusagen hier mit an Bord sind, die sich dann darüber freuen. Dann habe ich eine Handvoll Lebensluft, Badeperlen, bade nicht so viel, deswegen gebe ich sowas, wenn ich das Geschenk bekomme, auch gerne weiter. Und ja, noch so ein bisschen, ja, ich vermute mal, dass ganz viele von uns hier draußen auch so ein bisschen Bullet Journal machen, Kalender, vielleicht auch File Effects. Ich habe hier einen Bogen übrig, sozusagen als Aufkleber. Und man klebt sich das so rein, dass man dann sieht, wann der Monat. Also da macht man sozusagen die Falte drum. Und das ist jetzt genau ab September sozusagen. Und ich weiß gar nicht mehr, ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Bögen und man kann ja nur einen verwenden am Ende und ich habe tatsächlich nach 2 Monaten gemerkt, dass das gar nicht so meins ist und vielleicht hat ja jemand Lust, das einfach mal auszuprobieren. Und ja, dann packe ich noch 2 kleine Espresso-Tütchen mit rein und ja, ich glaube, das ist so gefühlt dann auch ein ganz guter Tausch, würde ich jetzt mal so vermuten. Und irgendwas fehlt noch, genau, nämlich ein Duschgel von Yves Rocher und zwar Evidence. Ich weiß gar nicht, der Duft, glaube ich, war früher, mochte ich den mal ganz gerne. Ich kann ihn nicht mehr riechen. Ich finde den einfach zu parfümig und zu weiblich, wenn ihr versteht, was ich meine, ohne das irgendwie abwerten zu meinen. Das ist ein sehr intensiver, femininer Duft und irgendwie bin ich das irgendwie nicht. Das klingt auch irgendwie strange, aber ja, von daher, ja. Und für alle Hundefreunde lege ich diese Knabbereien bei. Mein Weasley mag die überhaupt nicht. Also, was heißt überhaupt nicht? Er mochte sie 3 Packungen lang und dann ging ich los, kaufte nochmal 2 Packungen und seitdem mag er sie nicht mehr. Also von daher, ja, es sind so Mini-Snacks, also auch für kleinere Hunde durchaus ganz gut geeignet. Und ich fand dieses Konzept eigentlich cool, dass jeder Beutel auch 10 Cent an Tasso spendet. Aber mein Hund mag die in der dunkleren Verpackung definitiv lieber. Und dann dachte ich, sie ist noch verschlossen, ist auch nichts dran gekommen. Vielleicht der ein oder andere hier hat ja neben Katzen, gibt es ja auch noch Hundefreunde. Und vielleicht ist das ja dann dafür irgendwie noch gedacht. Und ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich nichts vergessen. Nein, alles hat hier seine Korrektheit. Ich hoffe, euch hat das Unpacking ein bisschen Spaß gemacht und ich freue mich über die Produkte, die bei mir bleiben und danke allen Mädels dafür, dass sie das Paket immer so wunderbar befüllen und bestücken und ja, dann darf es demnächst auch weiter wandern und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.